Hallo? Nice. King Timer, Bro, wie geht's dir? Warten wir mal, bis ein paar Leute da sind, dann machen wir eine Entscheidung. Volksentscheid. Dann machen wir so einen Volksentscheid. Bei mir darf das Volk entscheiden. Moin Balu, was geht ab? Also ich habe auch richtig Bock auf das Projekt. Ne? Wird schon richtig Spaß machen, ja. Und ich werde, egal welchen Verein wir aussuchen, wir werden dann bei diesem Verein bleiben und wir werden Dinge zu machen. Wir werden direkt als Clubchef übernehmen. Weißt du, wie ich meine? So, direkt übernehmen. Den ganzen Verein. Das wird schon bocken, ja. Also quasi, es geht eigentlich quasi nur um die Mannschaft, ne? Weil Liga, denken wir mal, wir werden so dritte Liga starten, Arschlecken. So richtig schön ganz unten, dritte Liga. Na, kein Timeout, Bruder, nein. Na, sowas machen wir nicht. Ich weiß, ich kann euch schon mal zeigen, glaube ich, ne? Die Spieler. Warte, wo gucke ich das nochmal? Genau, ich habe die alle auf freie Dingens gemacht, freie Spielermäßig. Dankeschön für die Punkte, Marco. Wie geht's dir? Ich habe quasi genau 18 Spieler habe ich jetzt Dingens gelassen. Und ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, ja. Warte, Moment, warum ist da nur ein Torwart? Wir brauchen noch ein Torwart. Siehst du, ich habe ein Torwart zu wenig. Also gucken, ob irgendwas noch irgendwie falsch ist oder so. Ich habe versucht. Ne, der krasseste ist, glaube ich, unser Torwart. Jo. Der Torwart ist der krasseste. Früchtel mein? Na, Bruder, nicht Früchtel. Ich werde da irgendwie so einen anderen holen. Warte mal. Warum bin ich zurückgegangen? Wait a minute. Suche. Detailliert. Ich bin der Meinung gewesen, ich hätte einen Torwart geholt, ja. Machen wir mal wieder gleiche Dings. 60 bis Maximum 65. Torwart. Alter. Ey, falschen Knopf gedrückt. Das war's komplett. Chat, mir geht's gar nicht gut. Wie habt ihr geschlafen, Chat? Wie ist euer Start ins Wochenende gewesen? In den Samstag. Bei mir war alles Katastrophe. Wie, wo bist du, Bruder? Wie habe ich jetzt falsch gemacht? Du bist doch King Timer Nummer 1. Torwart. Bist eigentlich besser als Kimmich, Balu. Jerome, was geht ab, denn, Bruder? Hier, den hatte ich ausgesucht gehabt. Warum habe ich den wieder weggepackt? Ne, einfach so einen schlechten jungen Torhüter. Japaner. Ja, der war das. Packen wir den in die Freie und noch einen nehmen wir, ja. Wir brauchen ja drei Torhüter quasi so. Ersatz-Mersatz-Bleich. Irgendeinen schlechten, so richtig schlechten wollen wir nehmen. Der schlechteste. Petersen, Garcia, Andresen, Jaros. Jaros, was ist das für ein Landsmann?
Jaros, Tschechische Republik, Lamens, Caprile, was ist denn mit Caprile? Was ist das? Italiener? Spanier? Was ist das? Oder Engländer? Italiener. Komm, wir nehmen den Italiener. Wir brauchen einen Italiener, der die Pizza macht. So. Bam. Mit drei Torhütern. Das sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, genau 20 Spieler. Und mit den 20 Spielern übernehmen wir jetzt einen Club. Ja, die Frage ist aber, welchen Club? Safe, wir machen safe aus Deutschland, aber welchen? W in Wiesbaden, okay. Haut die Vorschläge raus. Ich habe schon gesehen, Marco, wo ich aufgestanden bin, warst du noch am FIFA zocken. Ich habe dich erwischt. Bist aber kurze Zeit danach schlafen gegangen wahrscheinlich. Okay, guck mal. Ein Vorschlag ist W in Wiesbaden, der andere ist 1860. Weiter. Würzburger Kickers, weil Kickers krasse Serie. Guck mal, Jerome hat direkt beste Vorschläge wieder. Ne? Der hat sofort diese Good Vibes von früher, von damals, Kickers, Super Kickers. Bruder, wir brauchen keine Finanzspritze. Ich werde den Club übernehmen. Das wird mein eigener Club sein. Guck mal, Marco ist auch für Kickers. Soll ich eine Umfrage starten, so ganz schnell? So auf ganz schnelle Vorhersage. Nein, Vorhersage, das war's komplett. Kickers, guck mal da. Kingtimer hat sich auch überreden lassen, Kickers. Umfrage brauche ich gar nicht mehr starten. Ne? Wir haben uns entschlossen. Es werden die Kickers. Würzburger Kickers. Wo sind die? Ah, jetzt Moment. Bevor wir das machen, wir müssen erstmal die Würzburger Kickers, wir müssen die leer machen irgendwie. Wo ist Almania? Ja, moin. Er ist wie. Wo sind die Kickers, Bruder? Sind die zweite Liga oder was? Jo. Da. Wir nehmen die und wir machen die Mannschaft leer. Wir müssen, glaube ich, Schritt für Schritt machen. So, die Spieler packen wir aber. Wo sollen wir die reinpacken? Sollen wir die einfach freilassen? Nein, oder? Das wäre blöd. Ich habe eine Idee. Ich werde die einfach verteilen an die Mannschaften, die irgendwelche Spieler brauchen. Safe, safe. Wir starten in der dritten Liga, Bruder. Gute Idee, Jerome. Der Jerome hat gut geschlafen, der ist ausgeschlafen, der hat perfekte Ideen. Schalke braucht safe irgendwie gute Spieler. Wir übertreiben, guck mal, die haben 33 Spieler und 2. Wir packen alle Spieler, was geht, packen wir auf Schalke rein. Ah ne, ein Torwart müssen wir behalten. Eins, zwei. Schalke bekommt einfach Zuwachs an Spieler. Vielleicht schaffen die dann den Klassenerhalt. Okay, jetzt müssen wir schon wieder einige bei uns reinmachen. Aber wie machen wir das jetzt? Warte, so. Detailliert. Nein, nicht detailliert. Oder? Doch, detailliert. Liga. Keine Liga. Freie Spieler brauche ich. Wo finden wir die freien Spieler? Rest der Welt? Nein, oder? Was hat freie Spieler mit Rest der Welt zu tun? Eigentlich nichts. Nein. Steht da überhaupt freie Spieler? Ich denke nicht. Ah, doch, da. Freie Spieler. Nice. Ey, ich habe wieder falschen Knopf gedrückt. Der Knopf, er wurde falsch getätigt. So. Dann fangen wir mal mit den ersten paar Spielern. Fangen wir mit den Torhütern mal an. Hey.
Moment mal. Detailliert. Freie Spieler. Warum werden nicht alle angezeigt? Es passieren kuriose Sachen, ja. Dem hier rein. Bakali rein. Alle rein, die da sind, erstmal. Bam, 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 bam. Elanga, MB, Caprile. Und wo sind die anderen Spieler? Jerome ist einfach tot. Yeah, Steffi, was geht abs'n? Jetzt darf ich aber nichts falsch machen. Moment, Moment. Der Hasek, der gehört nicht zu uns. Der kann weg. Schalke kann ihn haben. So. Van La Parra weg. Dieser Verein hat aktuell 6 Spieler ausgehen. Ah, okay, wir haben 6 Spieler ausgehen. Okay, Schalke ist full. Chat, das war's komplett. Und den Rest packen wir einfach irgendwie in englischen Ligen oder so, keine Ahnung. Steffi als Hexer unterwegs. Ein Hexer. Lottrich weg. Schont weg. Munzi weg. Feig weg. Hermann. Wer war denn Hermann? Den kennen wir nicht. Wer ist das? Weg mit ihm. Giefer auch weg. So, nächste Seite. Kopacz, jetzt muss ich achten, wegen Alter und so. Der kann auch weg. Okay, geht nicht mehr. Jetzt muss ich wieder einmal zurück. Freie Spieler. Alemannia, zweite Bundesliga, Würzburger Kickers. Rein, 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 rein. Bam, 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 bam. Nächste Seite, bam. Das war's, glaube ich, oder? Alle sind drin. Jetzt den Ballast noch rauskicken, der da ist. Kann man die Spieler nicht direkt auf die Mannschaft tauschen beim Erstellen oder klappt es? Ne, erstellen und dann kannst du die halt irgendwo in den Verein reinpacken. Ja, doch, kannst schon. Aber es war ja nicht klar, wo wir starten. Weißt du, wie ich meine? So, Gabriele Balten war die Torhüter. Das sind unsere Torhüter. Okay. Okay. Hoffmann. Wer ist Hoffmann ja? Wer ist der Bruder? Der ist 24. Einfach zu Heidenheim abschieben. Hegele, der sagt mir auch nichts. Den können wir auch abschieben. Nach Dänemark, nach Aalborg. Ciao. So. Toko, wer ist Toko gewesen? 30, Bruder, das war's komplett. Arus, verpiss dich. Bakali, der bleibt. Jerome bleibt. Meißel, wer ist Meißel? 22 Horsens, ciao. So, die bleiben. David, ich glaube, der kann auch weg. Nach Brøndby, ciao. Kopacz nach Kopenhagen. Passt sogar. Kopacz nach Kopenhagen. Chat, was meint ihr? Passt, oder? Kopacz nach Kopenhagen. Monster Hunter Flashbacks. Der mir bleibt, das ist King Timer. Bruder, ich musste deinen Namen abkürzen, weil dieses Gaming war noch zu lang. Hat nicht gepasst. Wie alt ist der Bruder? 20. Nikolov. Nikolov nach Nordsjælland. Mara Meierhöfer darf nach Midland.
Pieringer darf nach. Haben wir eine Mannschaft mit P? Nein. Paderborn. Wer ist Paderborn? Da. Baumann. Baumann darf nach. Machen wir Zufallsprinzip. Republik Irland, Bohemian. So. Jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Nur mal Kontrolle. Jetzt müssten wir genau exakt 20 Spieler haben. Perfekt, wir haben 20 Spieler. Zwei Stürmer, neun Mittelfeld, sechs Verteidiger und drei Torhüter. Wir haben zwei Stürmer, Bruder. Also ein Stürmer, ja, wir werden sowieso mit einem Stürmer spielen. Die Formation ist so. Ne, Formation habe ich ja was gesagt. Was hatte ich gesagt gehabt? Ich werde Dinge machen. Torwart, Viererkette, ZDM, ZOM und ein ZM. Ich werde die so komisch verschiebt in der Mitte stellen. Dann Rechtsflügel, Linksflügel, nein, Stürmer. Da ich bin nicht Fan direkt von 4-3-3, Buddy. Ich mag das immer im Mittelfeld so ein bisschen rumzuspielen, um zu experimentieren. Weißt du, wie ich meine? Aber schauen wir mal. Wir werden gucken. Jetzt gehen wir mal starten mal in Dingens, in den Karrieremodus. Spielen. Neue Karriere. Ich bin voll gespannt. Aktuelle Kader verwenden. Ich glaube, ich muss das hier machen, ne? Aktuelle Kader verwenden, damit nichts verrutscht wird. Ja, ne? Perfekt. Managerkarriere. Okay. Wie sollen wir aussehen? Wir fangen dritte Liga an, so richtig so oldschool mit Cappy Mappy. Gib ihn. So, wie sollen wir uns denn nennen? Nachnamen wird Fotios sein oder Fotios Easy oder Easy Fotios? Der mit dem Hut. Der mit dem Hut. Der macht Urlaub. Na, Risiko. Hört sich nicht gut an. Einfach so eine Vogelscheuche. Steffi stinkt doch, ja. Vorname machen wir mal. Komm, machen wir Vorname easy, ganz einfach. Bam. Nachname Hans. So. Nationalität. Können wir noch verändern, glaube ich, ne? Ein bisschen umändern, so einige kleine Sachen. Das müssen alle Spieler in der Zentrale zeigen. Ja, kann ich machen, Bruder. Aber dann muss ich raus, ne? Moment mal, dann muss ich ja komplett raus, oder? Oder kann ich das so jetzt, wenn ich starte, irgendwie zeigen? Ich glaube, wir können das sehen unter Teamzentrale, Bruder. Die Spieler werden dann angezeigt. Also Gesicht passt mir eigentlich, ja. Einzige, was verändert werden könnte, wäre wegen Kopfbedeckung etc. Und natürlich der Vollbart muss her. Anders geht nicht. Ich würde. Ja, komm, machen wir mal den. Machen wir mal originalgetreu. Momentan habe ich auch keinen Schnäuzer, morgens ja gar nichts. Ne? Machen wir so. Eigentlich der hier, aber aktuell der hier. Natürlich ein bisschen länger, ne? Das ist noch zu kurz eigentlich. Haare, Accessoires, ah ja, ah ja, Bruder, was für Accessoires gibt's da alles? Ja, moin. Na, wir machen Original, machen wir. Bam. Genauso und nicht anders. Aber die Augenfarben passen auch nicht. Sehe ich gerade. Die Augenfarben, die passen auch nicht.
So. Ah ja. Sympathisch, richtig sympathisch der Typ. So, Outfits. Hey Blacky, was geht ab? Manü! Danke für die Punkte. Türkischer Meister Popper, so. Warte mal, Oberteil da drunter. T-Shirt weiß. Ich bin eher der Schwarzträger, ja. Aber das kann man nicht sehen. Hey, Moment mal, was passiert da? Warum? Hä? Kann ich das nicht ändern? Oberteil drüber. Ah ja, okay. Deswegen wahrscheinlich, ne? Sportjacke blau, Sportjacke schwarz. Aber irgendwie, Chat, komischerweise sind jetzt irgendwie mehr Sachen dabei, ja? Diese Sportjacken, die waren vorher nicht dabei. Komisch. Ich glaube, das hat irgendwie auch damit was zu tun, welchen Trainertyp man nimmt. Kann das sein? Ja, Manu, du bist schon fertig. Also dein Char ist schon fertig. Sind immer da, ne? Okay, da habe ich wohl wahrscheinlich irgendwie nicht dran gedacht. Ja, machen wir so Jogginganzug Black. Passt schon. Grau. Passt schon. Accessoire brauchen wir nicht. Socken, safe, Chat. Ne, immer dran denken, weiße Tennissocken. Wichtigste. So, und dann noch so Sandaletten oder so anziehen. Wo sind meine roten Schuhe, jo? Da. Bam. Ah, die würden eher passen, oder? Na komm, scheiß drauf, wir machen rot, Digga. Wir machen rot. Knallrot, Hauptsache auffallen. Und weiter geht's. Wir starten jetzt. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Wir starten. Alemannia. Würzburger Kickers, aber tauschen. Und zwar, wir wollen dritte Liga anfangen. So. Und welchen Verein sollen wir den Vorzug geben, in zweite Bundesliga zu spielen? Ich gucke gerade so Schnelldurchlauf, wer mir sympathisch ist. Also ich wäre für 1860. Die sollen hoch in zweite Liga. Kitsune, was geht ab, Simbudi? Kaiserslautern? Okay, wir hören Kaiserslautern, wir hören Dresden. Kaiserslautern hat zwei. Okay. Kaiserslautern hat schon zwei Stimmen. Kaiserslautern zum ersten. Kaiserslautern zum zweiten. Kaiserslautern zum dritten. Und es wird Kaiserslautern. Bam. Würzburger Kickers. Und wir übernehmen die Mannschaft komplett, ne? Ich bin der Chef. Kann ich das irgendwie so machen? Weltklasse, 5 Minuten kann bleiben. Ja, komm, wir machen auch dann 6 Minuten, damit wir auch Spielspaß haben, ja? Originalgetreu. Transfers aktiviert. Jobangebote von Nationalmannschaften möchte ich nicht deaktivieren. Verhandlungshärte kann locker bleiben. Übernahme. Ah, erhalte zu Beginn einer Karriere eine Finanzspritze. Das ist das. Okay. Ja, also, ich würde aber gerne, kann ich das nicht machen, dass ich den Verein komplett übernehme? Ich werde gleich alle, komplette Mannschaft werde ich gleich zeigen, Bruder. Gleich. Ne, theoretisch brauchen wir eigentlich überhaupt gar kein Geld. Weil wofür brauchen wir Geld? Ne, unsere Mannschaft ist eh Stammmannschaft. Da wird keine Veränderung mehr geben.
Außer die Reservisten, die werden hin und wieder mal verkauft oder so, ne? Eben, ne? Ich bin auch ohne Geld. Wir machen es so. Aber ganz wichtig, Chat, wir bleiben original. Wie heißt das Stadion? Wie nennen die Würzburger Kickers ihren Stadion? Würzburger Kickers Stadion. Flyer Alarm Arena. Bruder, was ist das da für ein Name? Flyer Alarm Arena. Die Flyer Alarm Arena, früher auch Stadion am Dallenberg. Hört sich besser an, ja? Kicker Stadion können wir auch nennen. Kicker Stadion wäre auch nice. Jo, wir machen Kicker Stadion. Ne, scheiß mal auf den Sponsor von den Hunden. Kickers Stadion. Moment. Stadion. Stadion 23 Meier. Das war's komplett. Sollen wir sofort ein anderes Stadion aussuchen? Ey, was haltet ihr davon, Chat? Natürlich nicht riesengroßes, so gemütlich sein halt. Ne? Da ist das vorprogrammierte Like. Obwohl, das ist auch schon ganz nett, oder? Eine Frage, gibt es überhaupt ein Stadion, wo kein Schnee gibt? Soll ich die Mercedes-Benz Arena nehmen? Gibt es die überhaupt? Town Park. Municipal, Sanderson Park. Wo ist das? Ivy Lane hatten wir letztens gehabt. Forest Park Stadium. Ur Park, Estadio de las Artes, Estadio Presidente Giovanni López, Estadio El Medio, El Liberator, El Libertador, El Libertador. Oh nice, El Grandioso. Oh mein Gott, ist das groß. East Point Arena, Crowley. Kurt Lane, Arena del Centenario, Arena del Centenario, okay, Arena de Oro, Aloha Park, Al-Jahid, Waldstadion, Union Park, Stadion Hanguk, auf jeden Fall nichts mit Schattenmatten. Bruder, wo ist das? Bin ich da schon vorbei gewesen? Ich habe das gar nicht gesehen. Wo ist das? Bis später, Manu. Town Park heißt das. Town Park. Wo? Sanderson Park. Odromo. Molton Road. Oh. Was haltet ihr davon? Der Rasen ist frisch. Und schön breit. Also der sagt mir mehr zu. Ivolin Forest Park, Europark. Fürste, Kingtimer Woody. Aloha. Bruder, ich bin nur nicht doof. Town Park, der hier. Der Rasen ist blass. Ich finde den Rasenfarbe. Ist auch, ich weiß nicht, ja. Das hat was so, als ob das. Was ist das? Molten hieß das, ne? Ja. Als ob das so Kunstrasen ist. Wisst ihr, wie ich meine? So richtig so schön. Da braucht man so als Fußballliebhaber, man braucht einfach nur auf diesen Platz runterzugehen. Man bekommt schon diese positive Vibes. Man hat Bock, Fußball zu spielen. Ja, ne? Der ist gut. So, Kickers Stadium nennen wir das einfach. Natürlich können wir keinen Bindestrich machen, oder? Hey, unten Strich geht, Bindestrich nicht. Was ist das denn? Da.
Kickerstadion, so. Anwenden und beenden. Ja, Bruder. Ich werde sowieso, kurze Info vorab, ich werde wahrscheinlich nur dieses Turnier schaffen. Weil Transfers werden wir eh nicht machen. Ich könnte Transfers direkt aktivieren, das erste Mal deaktivieren. Da brauchen wir. Ey, guck mal, mein Analogstick hat Eigenleben. Ja, ich schwöre euch, ich drücke nichts. Heftig, ja. Deaktivieren, weil wir machen ja eh keinen Transfers. Ja, dann können wir uns direkt konzentrieren auf Dingens, auf sag schnell. Auf dem Turnier, Vorbereitungsturnier. Und rein. Rein da. Natürlich viel, viel wichtiger. Wir müssen jetzt erstmal, beziehungsweise ich muss jetzt erstmal, erst zeige ich die Spieler. Ne, das geht vor. Jeder Spieler wird so Hashtag mehr oder weniger analysiert. Dann machen wir die Taktik-Maktik. Wir entscheiden wieder gemeinsam. Ne, Startaufstellung ist ja klar. Ich mache die Formation, was ich im Kopf habe. Und den Rest, den überlegen wir uns schon. Machen wir mal Kickers. Gefällt mir Kickers. So. Ich werde nur alles selber spielen, Marco. Egal, ob ich gewinne, verliere. Ich habe mir auch vorgenommen, ihr wisst ja, ich bin ja sehr, sehr häufig am Ragen, so Mini-Rage, wenn ich verliere, ein Tor kriege oder so. Ich werde definitiv jedes verdammte Spiel selber spielen. Und ich werde Dingens machen. Egal, ob ich verliere, gewinne, ob ich 10 Buden reinkassiere oder so, kein Problem. Alles selber spielen. So, welchen Pokal soll man antreten? Steht da eigentlich bei, wo das ist? Ausgetragen wird? Nein, ne? Da kann man nur mal spekulieren. 175 soll man? Österreich, England, Dänemark, Polen, Rumänien. Okay, komm, machen wir. Ich bin voll gehypt, ja. Aber da komisch, dass wir nicht den Verein übernehmen konnten, komplett, dass wir der Vorstand sind. Wisst ihr, wie ich meine? Oh mein Gott, die haben geile Trikots. Habt ihr das gesehen? Oha, Mashallah. Der Junge sieht fresh aus, wer ist das? Überraschenderweise wurde Fotios nun mit dem Traineramt von FC Würzburger Kickers betraut. Niemand weiß, wer noch auf der Kandidatenliste gestanden hat, aber der Vorstandsvorsitzende sagte, wir sind zuversichtlich, dass uns der neue Boss den gewünschten Erfolg bringen wird. Fotios ist die richtige Besetzung für den Club, für die Spieler und für die Fans. Das nenne ich mal Euphorie am Anfang. Der Typ, der kennt mich gar nicht, aber der macht schon so Dinge zu, Randale so, jawohl. Erstes Spiel wird sein gegen Bayern, zweite. GG. Eilmeldung. Ah, scheiße, wir hätten die 10 Millionen Spritze doch nehmen können, ja. Wegen Verträge, Erträge, verlängern, melängern. Verdammt, da haben wir jetzt absolut nicht dran gedacht. Egal, wenn es sein muss, starten wir neu. Ich darf jetzt nicht verkacken. Moment. European Shield. Altach, Aalborg, Danzig. Jugendakademiebericht. Wir haben sogar eine Jugendakademie. Schauen wir mal rein. Schmutz. Mashallah. Jungs, wir haben den Herrn Richter. Bruno Richter. Direkt mal hier hochziehen den Bruder, oder was meint ihr? Safe. Ja, das finde ich geil. Also das ist wirklich hier, die können weg, die Schmutz. Wir haben direkt noch ein Talent dazu bekommen. Sehr schön. Ne? Ersatzspieler. Scout-Berichte interessieren mich nicht. Jetzt, wir dürfen nichts verkacken. Alles schön mit der Ruhe. Teamzentrale. Okidoki. Fangen wir an. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Oh mein Gott. Ne, das ist Blacky. King Blacky.
Wir verhandeln lieber selber, ne, bevor wir irgendwas verkacken. Natürlich, sowieso Baucontainer. Das wird sich aber alles ändern. Wir werden die beste Mannschaft in der Bundesliga sein. So richtig radikal wird sich alles ändern. Teamrolle will er beginnen. Okay. Natürlich, soll ich direkt übertreiben und Schlüsselspieler? Boah, Jungs, achtet mal auf Dingens ja. Transferbudget. Wir haben überhaupt nicht dran gedacht. Wir haben Fehler gemacht. Teamrolle haben wir geeinigt. Natürlich 5 Jahre, wen geht. Keine Freigabesumme. Akzeptieren. Jetzt geht es ums Eingemachte. So, jetzt was bieten wir den an? Der ist 70er. Wäre 3000 in Ordnung. Nicht zu erhöhen, soll ich bei 1100 bleiben? Bruder, der sagt dann safe nein. Ne, das wäre absolut lost, wenn meine eigenen Jungs Vertrag auflösen bei mir. Ja, die Spritze wäre doch gut gewesen, glaube ich, ja. Das Ding ist, Jerome, Bruder, ob die 3,5 Millionen reichen werden. Komm, ich versuche mal mit 2 Millionen und ich gebe denen jeweils 20.000 Handgeld. Keine Boni, Moni, gar nichts. Okay, guck mal, das ist in Ordnung. Guck mal, so können wir vorfahren. Alle einheitlich gleiche Gehalt. 2.000, 20.000 Handgeld. So, was ist mit dem Bruder? Das ist der Japaner. Der hat noch 2 Jahre, ist nur genug. Der ist auch noch Standard, der ist auch noch genug. Dann der nächste, Dirki, Linksverteidiger. Mit seinem Fokuhila und seinem Pornoschnäuzer. Ah, geil. So, was kriegt er denn? Der kriegt Vertragsverlängerung. Ich kann nicht mehr, jo. Ich kriege mich gar nicht mehr ein, jo. So, herzlich willkommen in die Verhandlung. Bruder, wie der aussieht mit Anzug, Bruder. Der will wichtiger Spieler sein. Er kann wichtiger Spieler sein, kein Problem. 4 Jahre, er bekommt 4 Jahre, auch kein Problem. Keine Freigabesumme, acceptable. Jetzt wieder 2000 war das. Jeder einheitlich. 2000, 20 Mille. Bam. Absenden. So. Bruder, mir geht's gar nicht gut. Da ist der Markus, der 31er. Verhandeln. Krasser Fokuhila, gell? Der Markus wollte einen Fokuhila haben, aber habe ich mir gedacht, nee, nee, nicht der Markus. Der Dirki bekommt einen Fokuhila. Die 4 Jahre ist okay. Können wir akzeptieren. Ne, wir bezahlen den natürlich keine. Wir bezahlen den natürlich ein bisschen mehr, als die es wert sind, mäßig. Also jetzt für den Stand der Dinge. Aber Hauptsache, es funktioniert. Ne, es scheint aber zu klappen. Na, ist auch zufrieden. Nice. So, als nächstes kommt die Stefni. Stefni. Aus Öland. Valderrama hätte auch gepasst, ja, ne? Den krassen. Guck mal, wie steffig aussieht. Der Stefan ist. Scheiße, verdammt, ich hätte den eigentlich Stefan nicht nennen müssen, ja. Wichtig, akzeptieren. Safe. 4 Jahre auf jeden Fall.
Freigabesumme übergehen. Machen wir auch wieder 2 Mille und 20.000 und bam. Faires Angebot. Ist doch okay, Steffi. Oder nicht? So, den Mbaye, den brauchen wir erstmal nicht. Jetzt kommt Kitsune Bliert. Jetzt kommt der Bliert. Ich hab den so einen Samurai-Frisur verpasst. Jahre oder ne? Komm, wir machen direkt Kitsune 5 Jahre Bliert. Bliert. Übergehen. Auch wieder 2000 und 20.000. So als Orientierung. Einverstanden? Nice. Nice. Guck, der Kitsune, der ist zufrieden. Der meckert nicht. So, jetzt kommt Balu. Jetzt kommt Balu. Machen wir auch wichtiger Spieler. Vier Jahre, fünf Jahre, vier Jahre, okay. Acceptable. Keine Freigabesumme, noch besser. Finanziellen kommen 2 Mille, bam, und 20.000. So, absenden. Nice. Wie sexy, ne? Gibt's so eine richtig gute Einstellung. Geld ist Geld, egal. Hauptsache spielen, Bruder. Dabei sein ist alles. So musst du antworten. Ne, da haben wir den Flo noch irgendwie gemacht. Machen wir auch ein wichtiger Spieler. Einverstanden. 4 Jahre. Acceptable. Übergehen. Und das ging aber richtig fix. 2,20. Bam. Absenden. Perfekt. Mit 1,64, Bruder. Der Manu wird alles vernichten, Bruder. Mit seinen 1,60. Der Manu, der wird alles zernichten. Ja, und das ist der Richter. Guck mal, den, ey, wir könnten den eigentlich, der ist sympathisch. Guck mal. Richtig stark. Den könnten wir direkt auch einen Vertrag geben, in 9. Ja, komm, machen wir nicht. Jetzt ist Marco dran. Guck mal, Marco hat Starallüren. Er möchte direkt Schlüsselspieler sein. Okay, kein Problem. Machen wir. 4 Jahre. Übergehen. 2 Mille und 20 Mille. Bam. Absenden. Und der ist zufrieden. Safe. Marco, wer ist dein Klient, Bruder, mit den weißen Haaren? Wer ist das? King Timer. Gute Frage, nächste Frage, ne? Ich habe für einen Freund gefragt, so. Wichtiger Spieler? Oh, King Timer möchte Schlüsselspieler sein.
Starlöhren, der Boy. Ich glaube, wegen der Frisur ist das. Ich weiß nicht, ist das die richtige Frisur, die du haben wolltest? Akzeptieren. So, auch wieder 2 Mille, 20 Mille. Bam. Ist die richtige, gell? Korrekt. Jerome. Machen wir ganz schnell. Warte, Bruder, ich habe ein bisschen improvisiert. Ich kann nur nicht jeden gleich rumlaufen lassen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe versucht, aber zumindest so ein bisschen einzuhalten. Zwei, 20, bam. Ah ja, der ist zufrieden. Jerome ist zufrieden. Heißer Typ, gell? Hey Johanna, was geht ab? Jetzt sind wir bei Manu. Chat, haltet euch fest. Der Stürmer, der nur gerade mal 1,60 ist und 49 Kilo wiegt. Manu! Aber Moment mal, ey, Moment, der ist ja richtig Baba. Der hat eine Freigabesumme? Oh mein Gott, schnell da rein. 1 zu 1. 1 zu 1. So, machen wir mal Schlüsselspieler. Das ist der wichtigste Spieler. Chat, ich möchte kein Body-Shaming haben für meinen Bruder Manu. Er kann auch nichts dafür, dass er 1,60 groß ist. Diese Freigabesumme, die muss da weg. Übergehen. Perfekt. 2000, 20.000 und Abfahrt. Ja, so ein Windhauch ist schon gefährlich bei ihm. Samba, Dijane, Jerome, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub, Rudi. Im zweiten Monat schon. Nice. Grundschüler im Sturm, so Bruder, ich schwöre 1 zu 1. Aber er ist schon so ein kleiner Trickster, der wird tricksen so wie Nixon. So, das war's, glaube ich, ne? Wir haben sogar, hä, wir haben sogar zwei Leihspieler? Auf die waren wir gar nicht vorbereitet. Egal. Im Großen und Ganzen passt das. Wir müssen jetzt achten auf den hier. Den müssen wir auch auf Schnelle delegieren. Bam. Dann der nächste wäre Sahne. Aber der kann ruhig abhauen. Salius Sané, der kann abhauen. Brauchen wir nicht. Nein, der kann abhauen. Yusuf Demir könnten wir auch noch schnell delegieren, damit wir das auch durchhaben. Bam. Das war's eigentlich, ne? Den Rest, den beobachten wir erstmal. So, Chat, wie findet ihr die Spieler? Alles klar, Johanna. Vielen Dank für dein Lurk. So, wir müssen jetzt erst die Formation machen. Nice, oder? Richtig geil gelungen, oder? Die ganzen Spieler. So, ich muss mir das erstmal aber bildlich vorstellen können. Torwart, Viererkette. Torwart, Viererkette. Dann ein Stürmer, einmal Rechtsflügel, also die linke Seite, einmal die linke Seite. Dann, wir brauchen ein Zehner, ein Sechser. Was haben wir frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und einen in der Mitte fällt, der variieren kann, so mäßig.
Wird eine komische Formation. Das wird eine komische Formation. Sieht aus wie 4, 4, 5, 1 oder so, keine Ahnung. Den Stürmer nennen, 4, 5, 1. Irgendwie so in der Art. Ne, wir müssen den. Ich versuche mal was. Warte. Fangen wir mal mit Balu. Ey. Balu. Ziehen wir mal runter auf 6er. So. ZDM. So. Dann. Kann ich den nicht. Oh mein Gott, das geht nicht. Heftig. Guck mal, das finde ich ultimativ kacke. Wenn wir jetzt bei Pro Evolution zum Beispiel 4-1-4-1 lasse. Bei Pro Evolution kannst du sogar den Torwart ganz nach vorne stellen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das fuckt mich jetzt ultimativ ab. Warte, warte. 4-1-4-1. Ja. Sieht gut aus. Balu ist da schon richtig. Ich kann dich aber trotzdem nicht dahinter stellen, Bruder. Das fuckt mich ab. Ne? Das ist es, was mich abfuckt. Aber, ja, das ist ja das, was wieder komplett. Balu dahin. Dann den Marco. Den machen wir mal. Versuchen wir mal so ein bisschen rechts zu orientieren. Machen wir ganz normal ZM draus. Den machen wir einfach ein bisschen vor. Machen wir so eine Lösung halt. Ja, passt schon. Jerome auf rechts. Bam. Flo auf links. Bam. So. Das ist schon quasi mehr oder weniger 4-3-3, oder? Was meint ihr? Ja, Manu auch so ein bisschen mehr nach rechts. Bam. Stürmer. Perfekt. Also ich bin zufrieden. Die Aufstellung, die passt mir. Jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt müssen wir die Taktik machen. Ne, ausgeglichen, klar. Bei Defensive natürlich. Ich mag es eng zu stehen. Ja, vor dem 16er noch so am besten, genau. Ne Quatsch, das wäre Dünnschiss. So ist gut. Offensivstil können wir eigentlich ausgeglichen lassen oder wir machen einfach bei Ballbesitzmäßig so Pass und Pass und Pass und Pass. Die Breite bisschen breiter. Spieler im Strafraum passt. Ecken weniger. Freistöße brauche ich keinen vorne. Links Außenseiter. Dirk, du stinkst doch ja. Links Außenseiter. Ballbesitzfußball, ne? Genau. Bank machen wir gleich, Bruder. Bank machen wir gleich. So, also ich bin dafür. Kapitän mit Steffi. Ganz einfach. Jetzt Freistöße. Warum hat denn der Torwart die Freistöße? Jetzt kann ich ihn nicht mehr geben oder was? Lol. Gucken wir mal, der einfach, deren Werte am besten passen. Ich glaube, das wird der Manu. Manu oder Flo? Manu. Manu. Schusskraft am meisten, der Manu. Manu. Kleiner Messi, der Manu, jo. Ja, der ist der Beste, der schießen kann. Krass. Mit seinen 61? Korrekt. Linke Ecke, Rechtsfuß. Bam. Rechte Ecke, Linksfuß. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Habe ich irgendeinen linken Fuß gegeben? Nein, ne? Ach, Steffi habe ich Linksfuß gemacht. Und Dirki und Flo. Okay, Flo kann machen. Und das passt auf. Anweisungen. Balu bleibt safe nur hinten. Passwege zustellen. Ey. Passwege zustellen. Hinten bleiben.
und Mitte abdecken. So, das ist klar. Abwehr. Ey, mein Analogstick, ja. Übergreifend. Übergreifend und kann ausgewogen sein, also gemischt bleiben. So, okay. Das ist okay, das passt so. So, genau so. Auf die Präzision kommt es an. Der soll ausgewogen. Flügel, hier, da, nur mit abdecken, das reicht schon. King Timer. Ja, der soll so versteckter Stürmer spielen, ja, so vorn bleiben mäßig. Ne? Das wäre perfekt. Alle Freiheiten möchte ich ihm nicht geben, dann hebt er richtig ab. So. Jerome darf vorne bleiben. Abwehr überlaufen. Passt. Das gleiche auch mit Flo. Der soll auch vorne bleiben. Abwehr überlaufen. Na, nicht defensiv verstärken. Vorne bleiben. So. Und Manu ist halt Manu. Der ist einfach nur da. Und der Manu, der ist einfach nur Manu. Der ist einfach nur da. Atme, Manu. Atme. Sonst nichts. Abwehr überlaufen. Ja, passt. So, das ist unsere Grundaufstellung. Jetzt die Frage, sollen wir direkt die anderen Aufstellungen auch mitmachen, oder? Moin, Lycra, was geht ab's? Wer der erste Tor schießt, wird legendär. Ja, Bro, auf jeden Fall. Ne, erste Tor ist wichtig. Erstmal so, sagst du, damit wir im Turnier machen. Das machen wir dann nach dem Turnier, ne? Okay, dann machen wir noch Ersatzbank ganz schnell. So, Ersatztorhüter ist wer? Obata oder Caprile? Der Italiener oder der Japaner? Ich bin für den Japaner. Der Japaner, Ersatztorhüter. Dann brauchen wir Verteidigung mäßig. Haben wir nur zwei Verteidiger? Krass. Kurt und MB kann bleiben. Einer für Außen, einer für Innenverteidigung. Perfekt. Stürmer, der Mara. Den habe ich nur wegen der Frisur, ne? Chat. Also der ist nur wegen Frisur da. Like, du musst gleich sehen, Brudi, wie der Dirk aussieht. Ich werde dir mal zeigen, wie der Dirk aussieht. So, Richter, Ehrenbruder, kommt rein. Bam. Demir darf bleiben. Erlanger fliegt raus. Dafür kommt rechts rein. Bam, so passt das. Ja. Ne, wir müssen jetzt höllisch aufpassen, dass wir keine Verletzungen haben, weil das wäre Genickbruch. Wir haben nicht genug Spieler. Nach Turnier sollen wir erst die Entwicklungspläne machen? Okay, Bruder, bin ich auch für. Ne, ich zeige aber kurz, ganz kurz den Dirk, möchte ich noch einmal zeigen. Hier. Das ist der Dirki. Porno-Dirki. Fokuhila mit dem Schnurrbart. So. Zurückrufen, ihr macht nichts, bevor ich es erlaube, ihr Hunde. Warte mal, soll ich den rauskicken? Nein, nein, der soll bleiben. Nee, nein, danke. So. Alle weg, ne? Genau. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Büromäßig Jugendstab. Das haben wir. Wir können jetzt eh keinen einstellen. Aber egal, trotzdem, einfach in Deutschland soll einfach die Runden machen, der Bre. Porno-Dirk, ne? So. Transfers haben wir, Mannschaft haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bam, bam, bam. Und natürlich, ich stelle die Trainingseinheiten aus. Wie mache ich das nochmal? Über Kalender geht das, glaube ich. So. Nur Ruhetag, so genau. Ne? Meine Mannschaft braucht die Ruhe und nicht so viel Training. Jetzt gehen wir rein, ne? Jetzt fangen wir an. Jetzt kommt es drauf an. Was machen wir? Gegen Altach, Alburg und Danzig.
So, was sagt Stefanich? Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei Würzburger Kickers begrüßen. Ich freue mich auf die Zukunft. Ist so. Ne? Antworten wir so, wie es ist. Und rein in die Partie. Ich bin gehypt. Chat. Da starten wir mal dezent eine Vorhersage, oder? Was meint ihr? Manta Manta? Ey boy. Dirki, du weißt, ne? Du musst als allererstes beim ersten Mal anziehen deiner Cowboy-Stiefel, musst du da reinpinkeln. Damit die Haut, die Lederhaut, sich anpasst. Sollen wir keine Vorhersage machen? Okay, okay, machen wir keine. Kein Problem. Ihr möchtet keine, machen wir keine. Wir gehen rein da. Wir haben nichts vergessen, ne, Chat? 4-1-1. 4-1-1. Was ist das denn? 4-1-1-1-3. Okay. Eine wilde Aufstellung. Auf jeden Fall eine wilde Aufstellung. Und der Schiedsrichter ist der Mehmet Yildiraz. Also ich habe jetzt Bock auf jeden Fall. Ich habe Bock. Ey, gibt es da keinen Kommentator? Ah, ja. Ah, verdammt, scheiße, wir haben vergessen, Buschi anzumachen. Das mache ich aber beim nächsten Spiel dann. Chat, habt ihr gesehen? Auf dem Ball steht Tsubasa. Okay. Und Bismillah und rein da. Aha, aha. Marco ist der Trickser. Nice. Aha. Ey, lass den Manu in Ruhe, du Hund. Scheiße, Ballverlust. Oha. Das üben wir noch mit dem Training. Training sage ich schon. Mit dem Passspiel. Porno, die hat den Ball erobert. Sehr stark. Würzburger Kickers, so. Oh mein Gott. Kein Foul machen. Das ist auch so geil, ne? Also, oha, die Jungs, die lassen sich sehr gut spielen. Also, sorry für meinen Sprachautismus, Bre, der kickt gerade wieder. Von der rechten Seite, Kitsune. Mit dem Fehlpass, Kitsune ab nach hinten. Ab nach hinten, Kitsune, aber schnell, aber ganz schnell. Oh, 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 oha, Christen. Okay, 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 wir müssen uns konzentrau machen. Komm, schwimmen wir mal rechts an. Außen. Kitsune. Dann der Markus. Da ist die Steffi. Oha, Steffi ist auch am Tricksen, so wie Nixon. Oha, der Manu, ja. Der Manu, ja. Hat er wieder den Ball verloren, ja. Anderson, Christensen, wer noch? Lukasen. Torwart. Stark, Blecki. Jetzt versuchen wir mal mit Porno, Dirki. Lauf, Bruder. Lauf, 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 lauf. Sehr stark. In die Mitte. Sehr stark, ein weiter, perfekt. Zurück zu Manu. Und was macht Manu? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erstes Mal gefährlich geworden. Aber knapp. Das war knapp. Und da ist meine Wenigkeit. Und
War gut, ne? Ich bin mal gespannt, wer von den Leuten hier erste Tor machen wird. Der wird sofort in die Dinge hier Vereinsgeschichte eingehen. Der Gegenspieler von Manu ist einfach mal drei Köpfe größer wie er. Oh oh. Oh oh. Uff, das war knapp. Also perfekte Profil für Deki auf Discord. So muss ich gleich gucken. Na, Balu, nix Platz für Weiß. Wir spielen fair. Aber ich muss den Marco loben, der ist bemüht im Mittelfeld. Er ist der versteckte Denker und Lenker. Ne, die Pässe darf ich noch nicht machen. Dazu sind sie noch zu schwach. Ich muss versuchen, irgendwie sicherer zu spielen. Oha. Das war's komplett. Oh mein Gott, erste Tor war kassiert. Nein. Ach, ja. Das ist so bitter. Aber man darf nicht vergessen, ich spiele halt Weltklasse, ne? Und dann mit den Fähigkeiten, was die Jungs zurzeit haben, ist das schwierig. Der 31er hat den Ball erstmal fürs erste klären können, aber Gegner hat immer noch Ballbesitz. Hegele. Das war's komplett. Und schick ihn, Bruder. Das check ich auch nie. Und die Bälle gehen da nie durch. Aber wir packen das, Chat. Wir packen das. Ach, verdammt. Jetzt aber. Ich darf die Pässe nicht spielen, ja. Alles Blick ist schuld. Ein bisschen pressen. Oh, starker Schuss. Starker Schuss von Bre. Warte. Und jetzt. Oha, Manu hat ein Kopfballduell gewonnen. Ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Wie hat er das denn geschafft? Jetzt aber. Schade. Uff, wer war das? Das war der Marco. Marco fast mit dem ersten Tor in Vereinsgeschichte. Ne, und ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich habe so irgendwo gelesen gehabt, bei FIFA 22 wird man Karrieremodus kompletten Verein selber machen können. Marco, du hast das gesagt, glaube ich, ne? Also noch habe ich auch nichts irgendwie speziell danach gesucht und irgendwas gefunden. Also wenn das so ist, das würde mich richtig freuen, ja? Ach, du hast das gesagt, Balu, ne? Einer von euch hat das gesagt gehabt. Ich hab's vergessen, wer das war. Aber ich würde mich richtig mega freuen, wenn das so ist, ja? Überleg mal. Nur meine, also unsere Trikots, die sind auch richtig mit dem Baba. Die sind nice.
Und Chat, Thema Auswechslung. Ich werde immer das auswechseln, was vorgeschlagen wird. Sobald es vorgeschlagen wird. Ne, ich werde nicht gezielt rausgehen und Spieler wechseln. Im neuen FIFA, ne? Genau. Ich freue mich richtig, ja. Aber Jungs, ihr müsst da ein bisschen Press machen. Was ist da los? Aha. King Taimar. Aha, was eine Granate. Notiert euch diesen Namen. Ja, ja, die Frisur hat's ausgemacht, glaube ich, ja. GG. Was für eine Granate auch noch. Unter die Latte gesetzt. Richtig stark. Richtig stark. Bam, mit Vollspann. Und der Ausgleich. Guck mal, wie ich mich gefreut habe. Genauso war meine Reaktion. Habt ihr gesehen? Haben die gut festgehalten, die Kameras. King Taimar G. Aber die Trikots sind echt nice, ja? Die gefallen mir. Soll ich mir Würzburger Kickers-Trikots kaufen, Chat? Was meint ihr? Zum Aufhängen an die Wand. Allmann. Allmann. Da ist der Allmann. Nee, 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 nee. Nein, nein, da ist Pornodiki. Hallo. Stark, Steffi. Torwart. Und andere Seite. Perfekt. Und Kitsune, mach mal ein paar Meter, Bruder. Sehr gut. Sehr gut. Jerome, Einsatz. Ah, verdammt. Fehlpass. Hegele. Die kommen wieder gefährlich. Guck mal, das ist der Marco, den ich kenne. Der ist vorne, hinten, rechts, links, überall. Mir fällt gerade auf, warum, hey, was ist das? Was ist mit dem Streamlabs los, ja? Die kommen mir zu häufig, diese Meldung, was ist das? Aha, das war's komplett, Balu. Easy save for the keeper. Absolutely terrible finishing from the attacker. And giving the ball away. Hey. The press was on. Hey. Chat, sind wir mit Munition zufrieden? Torwart. Boah, Torwart. Blacky, willst du wirklich wohl eine rote kassieren, ne? Oh oh. Die spielen stark, Bruder. Torwart, safe. Sehr schön weiter verlängert. Aha, Manu, was macht Manu? Aha, aha, Manu mit dem Tor. Oh mein Gott, der Kleine hat es geschafft. Mit dem Lupfer sogar. Oh mein Gott. Ach, hast versucht, einen Link reinzuhauen, Bruder? Kannst in Discord reinhauen. Im Discord habe ich extra bei habe ich den überhaupt noch? Richtige Maschine, diese Stürmer, ne? 1:1, Dicky. 1:1. Aus Versehen habe ich den wirklich gemacht, yo. Also es müsste eigentlich ein Channel sein, extra für Clips. Oha. Oha. Aber Chat, wir müssen aufpassen.
Nein. Allmann? Nein. Kitsune macht den fertig, Bruder. Oh oh. Oh oh. Torwart. Stark, Blecki. Super Parade. Der Marco kann nicht mehr. Marco raus, nicht da rein. Ja, die beiden Kleinsten zerstören alles. So, Marco bekommt eine Pause. Uff. Balu, richtig starke Grätsche. Dafür wirst du erstmal ausgewechselt. Stark, guck mal, die Schuhe, Jungs. Ich bin auf Wünsche eingegangen. Ne? Ich habe extra so. Für die, die Adidas wollten, Adidas, die was anderes wollten, was anderes. Die Farbe habe ich geachtet mäßig. Ne? Jerome hat seine grünen Schuhe bekommen. Aber das passt mir gerade nicht. Wir müssen uns aus der Situation befreien. So, jetzt raus da hinten, Jungs. Raus da. Rauslaufen, hinten raus. Jerome mit den grünen Schuhen. Kitsune, bleib da hinten, Bruder. Bleib da hinten, Bruder. Mach keinen Scheiß. Richter. Jerome, ab. Verdammt, abseits. So, Dirki. So, weil du das gesagt hast, bist du auch ausgewechselt gleich. Das waren aber Akkus, ne, Dirki? Die haben 3 Wochen gehalten. Jetzt aber, Jerome, geh ab. Geh ab, Bruder, du schaffst das, komm. Komm, du hast den Ball, komm, nochmal, nachsetzen. Schade. Wir dürfen keinen kassieren. Am besten noch einen machen. Stark, Jerome. Time for a change then. Time is against them. They have work to do. Kitsune macht den einfach frisch. Sehr schön. Super Doppel. Super Doppel gewesen. Manu, komm, du schaffst das, Bruder. Oh, starke Parade vom Torwart. Das muss man ihm aber lassen. Das muss man lassen. Starke Parade. Also im letzten Moment mäßig noch Arm ein bisschen so hochgelenkt. Aber die Eckball machen wir Kurs, ja. Sonst hat keinen Sinn. Short corner favorite. Richter, he takes aim. Nee. Noch 1-2 Minuten. Jungs, nicht nervös werden. Kein Flattern, Mlattern, Herzflattern oder so. Meine Hose rutscht ins Herz. Mein Herz rutscht in die Hose gleich. Gib mal her den Ball. Stark, Steffich. Wunderberaubend. Und schick ihn sofort. Sehr schön. Und was haben wir dann da? Bam. Na, das ist aber uninteressant. Demir. War keiner von uns. Stark, ey. 3-1. Erstes Spiel gewonnen. So kann man machen. So kann man es machen. Chat. Richtig perfekt, so kann man es machen. Guck mal, wie chillig ich da unterwegs bin, mit Jogginganzug, mit grauen Jogginganzug so mäßig, mit roten Schuhen. Jerome, gefallen dir deine Schuhe? Dein Flex, erstes Tor, eben. Genau so, Bruder. Ja, nice. So können wir weitermachen.
Ja, das war Manus knapper Versuch. Na komm, die Höhepunkte brauchen wir uns nicht wiedergeben. Ne, was, wie spät haben wir? Was sagt die Uhr? Na, ja, wird knapp. Wir müssen schnell zumindest Vorbereitungsturnier zu Ende machen. Und dann werde ich wahrscheinlich heute Abend wieder online kommen und radikal durchsuchten. Danzig. Gib mal her, Danzig. Wir können einfach direkt wieder so rein, oder Jungs? Was meint ihr? Ja, ne? Wir gehen radikal rein, komm. Das schaffen wir. Würde mich freuen, Bruder, wenn du dabei bist. Ne? Genaueres werde ich auf Discord wahrscheinlich sagen, so ankündigungsmäßig. Welche Uhrzeit, wann? Ich kriege gleich noch Besuch. Meine Nichte wird kommen. Mit ihrem Neugeborenen. Ne, wird ein bisschen Full House sein, ein bisschen. Kleines bisschen. Lee Dixon. Ein bisschen tricksen, so wie Nixon. So, jetzt aber. Die schwarzen Trikots sind auch nicht schlecht. Ne? Yeah, both teams with one eye on those knockout stages now, looking to get 3 points on the board today. Maybe only pre-season. He's in here. Was passiert da? Steffich, Maschine, die Legende Steffich. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich den lang schicken. Starke Zone. Da haben wir den Marco. Und nochmal der Marco. Was passiert da, ey? Der Mann ist zu schwach, yo. Die Verteidiger, die drücken den einfach weg. So Fliegengewicht. Ja, moin. Fehlt was. Was macht Balu? Sehr stark, Balu. Sehr, sehr stark, Rudi. Beim dritten Spiel machst du eine Pause. Ne, mit links hat er abgezogen, der Bruder. Ne, und ich habe darauf geachtet, dass jeder von euch ein anderes Schuhwerk anhat. Guck mal, wie Jerome am Laufen ist, am Rennen ist. Da habe ich schon so ein paar lustige Sachen eingebaut. So Laufstil-mäßig. Wonderful challenge and a throw-in coming up. Crisp tackling and taking it away. Abseits. Borderline offside, but correct. Um auf Fitness auch aufzupassen, Bruder, ne? Hast du recht. Müssen wir achten. Lauf, Jerome, lauf. Lauf, Jerome, lauf. Nicht schlecht. Aha. Das war ja knapp. Erstmal eine Kippe aufs Tor feiern, Tor feiern. Ne, da hat der Mann mir letztens Dinges gezeigt. Wie hieß er noch? Hans Frosch? Irgendwas mit Frosch. So ein Fußballer.
Nach Spielende werde ich später mal auf Discord machen, ja? Erklären ist ein bisschen blöd. Ich habe mich kaputt gelacht. Guck mal, die greifen nicht an. Jetzt. Ah, schade. Genau der mit dem Kippen in den Socken. Genau, genau der, Bruder. Ich hab mich kaputt gelacht, ja. Kubicki. Kubicki. Chisai, gib mal den Ball her. Fruitful looking attack. And can they make one of these passes count? Doch noch irgendwie den Ball bekommen. Ey, die drücken den einfach weg. Die drücken den einfach, aber stark, der hat den Ball behauptet. Oh, starke Parade wieder. Walter Frosch, genau der, Bruder Balou, genau der. Gegner haben Keanu Reeves im Team? Wie? Hab ich nicht gesehen. Wer ist das? Welcher? Hast du gemerkt, wie der heißt? Aha, Porno dir kommt. Starker Versuch. Links außen Stürmer, muss ich mal gleich merken. Ja, starker Versuch vom Dirk. Knapp daneben ist auch vorbei, ne Dirki? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der hier ist das, ne? Der Safe. Jeder einzelne Spieler von euch hat einen eigenen Laufstil. Scheiße. Was? Erste Halbzeit schon auswechseln? Nein, niemals. Chat, ich bin gleich bei euch. Moment, ich muss mich konzentrieren. Das ist genau die eklige Phase, wo sie Druck ausüben. Einfach nur stellen. Räume eng machen, stellen. Stark. Stell dich wieder. El Capitano. Jerome, lauf, Bruder. Du hast Platz. Lauf. Guck, Floß frei. Bam. So einfach geht das. So einfach geht das. Geht nur so stark, wie Trainer ihn führt. Und der Flo hat auch schon sein erstes Tor gemacht. Aber ich check nicht. Ah, wegen der Fitness. Okay. Wegen der Fitness zeigt er jetzt schon an, wegen Auswechseln. Wir müssen echt ein bisschen Rotation-mäßig mit einbauen, damit die Jungs nicht alle platt sind. Keanu Reeves hat den Ball. Er hatte den Ball. Ey, Schiri! Well, the referee has instructed the fourth official to put 2 minutes on the board. Hey, Fehlpass. Oh, oh. Cisse. Strong play here on the shielding front. Nein, nein. Uff, das war knapp.
This was very knapp. Halftime, wir gehen direkt in die zweite Halbzeit rein, ja? Ohne irgendwelche Pause, Mause. Bam. As anticipated, plenty of talking points so far. And now the second half is underway. Starker Spielzug. Well, high fives all round for the goalkeeper. Absolutely fantastic. Keeper getting the touch. And a time for calm on the ball. Das war auch nicht schlecht. Ich wollte einfach gucken, was er kann. Ja, verdammt, kein Abseits. Uff. Nee, noch zu früh. Erst ab 60. Minute. Hat keiner gesehen den Fehlabstoß. Fehlabstoß eher. Stark, Blacky. Zeit. Zeit. Und schick ihn. Ah, verdammt. Das muss schneller gehen, ja. Kubicki. Es gibt so ein Zeitfenster, wo man den Stürmer präzise schicken kann. Man darf nicht sofort versuchen zu schicken und auch nicht so lange warten. Egal, wo der steht, der Stürmer, der kriegt den Ball dann. Üff. Abseits wieder, ne? Ja, schade. Okay, erste Auswechslung. Alles klar, Balou, Bruder. Bis heute Abend. Guten Hunger, lass dich schmecken. Wie gesagt, genaue Uhrzeit weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall Discord posten. Einfach nur Maschine, diese Steffi Schiau. Habt ihr gesehen, wie sie geklärt hat? And it is substitution time at this juncture. Not just from one side, but from both. He's driven in the corner. Oha, noch ein Eckball. Nun noch ein Eckball. Eckball und Eckball und Eckball. Dangerous ball. Well, he failed to get it away properly. Looks promising this. Very alert defending to cut off the supply. Und befreien, Jungs. Macht das Beste raus. Demir. Jerome, Abfahrt. Abseits, verdammt. Well, the flag has gone up here. Offside it is. Well, both teams have had substitutes swarming up. Auf jeden Fall, Bruder. Ist richtig krass, das Ding. Das macht doch Spaß zu spielen. Ne, es ist schwierig. Klar, keine Frage. Aber es macht Spaß. Ja, das ist ja mehr oder weniger so ein Pilotprojekt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir zum Beispiel demnächst jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Projekt durch sind und dann einen Neustart machen. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann so richtig aber. Weil wir wissen jetzt ungefähr, was wir alles einstellen können, was wir machen können. Demir.
Wir müssen gleich noch überlegen, weil wir müssen noch später Entwicklungspläne geben. Ja, das sind dann halt solche Sachen, die dann noch mehr Spaß machen werden. Wir könnten eventuell, weil sie jetzt schon mal, der Flo und der Jerome, die bekommen LF und RF. Damit das passt mit der Position auch, damit sie ein bisschen leistungsstärker werden. Ne, wir haben die ja als Linksmittelfeld und Rechtsmittelfeld erstellt. Und lauf, Manu. Hey Marco! Ja, können den Devin meinst, ne? Der Win Range. Da müssen wir schauen, Bruder, wenn wir die Kohle haben, warum nicht? Ne, wir sind ja voll Dingens. Wir haben ja, also ich bin der Meinung, ich bin auch dafür, dass wir absolut null kaufen und nur über die Jugendabteilung gehen. Weißt du, wie ich meine? Weil diese Stammelf, die ich habe, die möchte ich auch beibehalten. So, überleg mal, wie Granate das wird. Mit genau dieser Stammelf, Bundesliga, Mundesliga, Europa League, Europa League, so in drei Saisons. Falschen Knopf wieder gedrückt. Ich habe aus Versehen L1 gedrückt, Chat. Der Torwart hatte den, glaube ich, ne? Oh, jetzt haben wir den Mara eingewechselt. Wo ist der? Not a good pass. Oha. Die Ersatzspieler, die zeigen alles. Ja, ja, die Ersatzspieler, die bieten sich an fürs nächste Partie. Nice. Nicer, dicer. Udovicic. Three minutes of stoppage time, that's what the officials have said. Ja, machen wir ein bisschen Ball hin und her spielen. Der Bruder ist übermotiviert, der Mara. Promising pass. It needs an accurate cross. Ich will, ey. Das war nochmal, das ist nochmal gut gegangen. Fast hätten wir jetzt dann kassiert, aber das ist nochmal gut gegangen. Dann machen wir direkt weiter. Balu war Man of the Match. GG, Dankeschön. So, einfach direkt weiter, ne? In dritte Partie, aber wir müssen jetzt auswechseln, Maus wechseln. Wegen der Fitness. Einfach die nächstbesten, die reinpassen, rein. Okay, voll kuriose Formation bzw. Aufstellung, aber egal. Passt da überhaupt nicht, ja. Kann ich irgendwie so
Tricksen. Ja. Wo ist ein bisschen besser. ZDM kann der aber, glaube ich, nicht, ne? Egal, gehen wir so rein, Arschdecken. Ne, ist ja auch nicht schlimm, wenn wir verlieren. Wir haben 2 Siege, wir sind safe eine Runde weiter. What we can't complain about today is the weather. Absolutely perfect playing conditions. I'm Derek Ray. The weather is absolutely perfect conditions. And we have more live action from the pre-season third group stage for you to look forward to. And what a game this promises to be, Lee. Yeah, both teams looking to finish the group strongly and make a positive start to their seasons. You have to say it's been a great tournament up to now. The fans have been out in force, getting to meet the players, getting their shirts signed. It's on a much bigger scale than it was back when I used to play in pre-season games, that's for sure. Now, what can they produce on the flank? Looks promising, this. Wir kriegen den Ball nicht, Chad, was los? Uff. And he did. And that will be a corner. Der wird safe ein Biest, Bruder. Kannst du dich noch erinnern an Georgi? Der wird ein Kaliber wie Georgi und wie der Olli. Den Olli, den wir in Bremen hatten. Der war auch so. Oliver Hansen. Hey. He's lost it. Aua. Schade, ja. Schade. Genau, der Hansen, Bruder. Und danke für die Punkte, für den 12-Stunden-Stream. Ah, Ballverlust. Er hat sich den Ball wieder zurückgekämpft. Sehr stark. Hey, Torwart, sag ich schon. Schiri, mein Sprachautismus hat wieder angefangen rumzukicken. Ja. Oha, soll man versuchen, den selber zu schießen? Ja, ne? Wer ist das? Richter? Ich will ihn da in die Ecke rein haben. Aber wie mache ich das? Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Also das wird auch nichts mit den Freistößen. Ne? Ich könnte jetzt eine Behauptung hinstellen, sagen, ja, das muss ich trainieren, das übe ich jetzt, das werde ich verbessern. Kann ich gar nicht. Mein Controller ist nicht in der Lage dazu. Der hat ihn daneben gehauen. Egal, kommt Jungs. Ihr schafft das schon, kommt. Ne, war knapp. Richtig knapp. Der Ball hat quasi in den Pfosten geleckt. Tränen abwischen, aufstehen und weiter. Mäßig. Eduk Polor. Bruder, wohin rennst du? Well, disappointing end to the move. Well, the attack looks promising. Couldn't keep it. Scheiße. No spot. Ach, ja. Zuba. Sorry. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht, Chiri. Well, that's gone out, and it is going to be a goal kick.
wieder so ein Fehlpass. Ne? Da sind zwei Spieler und ich habe ohne zu gucken aus Versehen auf X gedrückt. Und das ist die Strafe dafür. Schade. Aber wie gesagt, wir können ruhig verlieren, ist kein Problem. Das ist mit einkalkuliert. Ah, schlechter Ball. Da ist nicht schlimm, Leica Buddy. Ne, wir haben ja zwei Siege, das ist ja Vorbereitungsturnier. Zwei Siege haben wir ja schon, also die sechs Punkte reicht schon, um weiterzukommen fürs Halbfinale. Oha. Starke Grätsche. Und Abstoß. Na, keiner ist verletzt. Manu, du hast aber schon dein erstes Tor gemacht, ne? Ganz stark vom Demir wieder mit dem Lupfer. Ne? Dieses Tor war jetzt wichtig und richtig. Over the touchline for a throw-in. Demir. Unnötiger Ballverlust wieder im Mittelfeld. Mein Analogstick wieder. Torwart. Bruder, nimm den noch in die Hand, ja. Unnütz gefährlich gemacht. Halbzeit, nice. Ja, ne? Lupfen war geil. Jetzt aber weiter. Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Vielleicht schaffen wir das doch sogar zu drehen. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Skretberg, welche Position spielt der, Bruder? Ich habe aber gemerkt, wir haben Defizite bei einigen Positionen. Zum Beispiel Zentralmittelfeld. Dann Sechserposition. Dann Linksverteidiger. Ich weiß nicht, Rechtsverteidiger. Nee, ich habe einfach nicht durchdacht die Talente ausgesucht. Beziehungsweise die jungen Spieler ausgesucht, die in die Mannschaft mit reinkommen. Die zusätzlichen. Weißt du, wie ich meine? Counter looks on here, options available. Making excellent progress with the ball at his feet. Ich bin nervös geworden, ja. Ich bin nervös geworden. But they're upping the pressure. Verdammt. Hence a goal kick. Alles klar, Manu. Ich kam nicht zum Schuss. Oh, ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht, Schiri. Obasi. Excellent ball over the top.
fast ein Lost Tor bekommen, ja. Der Marco muss jetzt alles regeln. Richter. Demir. Real danger. Real chance. Ich versuche immer wieder die gleichen Bälle. Ja. Ich hätte einfach durchlaufen müssen und schießen müssen jetzt wieder. Okay, in den letzten 30 Minuten. War das nicht abseits? Anscheinend nicht. Das war's komplett. Jetzt aber, Konter. Flo, was war das für ein Pass, Bro? Hätte ich lieber allein geschossen, ja. Den konnte auch in den Sand gesetzt. Aha. Abfällt schon Latte. Die Latte war im Weg. Letzte 20 Minuten. Stark, Marco. Sehr stark, Marco. Schöner Versuch. Pornodiki muss regeln. Letzte Hoffnung ist unser Pornodiki. Sehr gut, Kurt. Jetzt, Jungs, kommt. Zeigt was. Zeigt, dass ihr es verdient. Kommt. Marco macht alleine gegen alle. Aha, Elfmeter. Das ist die Chance. Ich wechsle jetzt extra den Jerome ein und den Elfmeter. Oh mein Gott, Torwart schießt? Nein. Da ist zu gefährlich. Wir haben den Jerome jetzt eingewechselt fürs Elfmeter. Stark. Ausgleich. Well, it's jumping in here right now. The crowd are desperate for a winner. Can the players deliver? 5 minutes remaining and level pegging here. On the attack. Is there to be late drama? Very quick thinking there. Demir.
Oh, war das knapp. Fast hätten wir es geschafft. Aber absolut zufrieden. Unentschieden. Von 2-0 wieder zurückgekommen. Das ist gut. Das zeigt, dass unsere Mannschaft Qualitäten hat. Ah, schwacher Ball. GG, nice. Nicer. Wir sind auf jeden Fall im Halbfinale. Mit 7 Punkten. Jetzt die Frage ist, gegen wem? Gegen St. Pölten. Okay. Wir haben sogar Preisgeld bekommen. 430, okay. Und rein in die nächste Partie. Da brauchen wir da einige Pause, ja. Das müssen wir doch viel stärker im Auge behalten mit dem Durchrotieren. Sobald sich sobald sich irgendeiner verletzt, ist schon vorbei. Ja, so passt das. So passt es. Kjagiat. Welche Position ist das, Bruder? ZOM und ZM spielen. 82er Potenzial. Dann können wir uns mal angucken. Können wir mal scouten, ob die Werte passen, Bruder. Bei mir, du weißt, du hast ja mitbekommen, bei mir muss grobe Ganze muss passen. Es regnet. You know, some footballers enjoy a rainy day. Not sure fans always feel that way, but an exciting match in prospect nonetheless. My name is Derek Ray and with me in the commentary position is the Arsenal legend Lee Dixon. And we have action from the semi-final stage of the European Continental Shield coming up. It's Würzburger Kickers and they face St. Pölten. Well, the group stage is over, Derek, down to just 4 teams now. It's been a good tournament, hasn't it? Great preparation for the season ahead. I'm sure. Wonderful chance! Able to close down the shot. Well read to put an end to that attack. Hey, was war das für ein Pass? Oh oh. Stark, Blicky. Good pressure high up the pitch. And the cross into the middle. No danger now. Wir dürfen das nicht verkacken, das Halbfinale, ne? K.O.-Runde. Ne, das ist jetzt doch ein bisschen schon, wenn wir weiterkommen wollen, Finale, ist das ein bisschen wichtig. Abseits. The referee is offside given. The ladies and gentlemen, and Manaha. Schmidt. A tremendous vision. Well, the ball lost here. Das üben wir noch, Manu. Samuel Tete. Over the touchline for a throw-in. Kitsune, Maschine. Schmidt. Samuel Tete. Crossing opportunity. Nicht zum Schuss kommen lassen, hallo. Das war wieder knapp. Pass und Pass und Pass und Pass.
Sehr, sehr schwierig, Bruder. Das ist ein 3-3er. Ne? Das könnte man zum Beispiel als höchste Priorität. Oh, Laola-Welle. Die Mexican Wife. Laola-Welle? Mexican Wave? Die mexikanische Welle. Ah, schwach, Jerome. Hättest du ein, zwei Schritte machen können. Can they trouble the opposition this time? Can he convert? Oof. Goalkeeping of the very highest order. Oh, it's a great shot as well. Great shot, great save. Elects to go short. And pull back. Well, let's see about the cross. And they deal with the threat this time. Ey, warum berührst du noch den Ball, Jo? Das ist auch so eine Fehlsache bei FIFA. Balou, der Kämpfer. Schmidt. And they'll get ready for the throw in. Ja, ne, alles was 60 hat, direkt hoch, meinst du, ne? Schmidt. So als Backup mäßig für die dritte Liga. Oha, Risikoball. Ey. Unnötiger Ballverlust. Jawohl, jetzt aber. Still passing it around with authority. Starker Doppel. Samuel Tete. Das war's komplett. Tete. Schmidt. Space and time for the cross. So a throw in here. Die laufen den Ball hinterher irgendwie, ja. And it's played into the center. Not really the ideal clearance. Now threat over for now. Der Ball ist wieder versprungen. Schmidt? Nein! Stark, Kitsune. Sehr stark. Und breaking at pace with menace. Can they prize them open now? He takes aim. Oh mein Gott. Aha. Der kleine Manu mit dem Kopfball. Der ist hochgesprungen wie so ein Super Saiyajin. Perfecto. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences.
Aber irgendwie, ich hab das Gefühl, die schaffen das, ja. Ein bisschen konzentrierter Spiel. Kleines bisschen konzentrau. Ups. Schmidt. Oh, that's a fine pass. Was machen Sachen? Still pushing for that goal that would see them forge ahead. Starke Zone, Maschine rechts außen, hinten da. Well, what about that opportunity a few minutes ago? We can see it again now. He's driven in the corner. The end product just wasn't there. Abstoß. Richter. Ich wollte den noch in der Mitte spielen, ja. Das war ein Fehlpass. Sorry. Chat, guck mal, wie Jerome rennt. Geil. Mit seinen Armen. It is a decent looking attack here. Schmidt. Of possibilities inside the box. No, not the best challenge. And he's clear his lines. Und jetzt aber go. Go, 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 go. A terrific pass. Scheiße. This is not good. Aber das Spiel fängt an offener zu werden. Der Ball ist mal in die Hälfte, mal in die Hälfte. Mal da, mal da, mal da, mal da. Beide Mannschaften wollen den Sieg. Man merkt es. Okay. This is not good. The high press was very much on. Well, that is how to play advantage. Wonderful challenge and a throw-in coming up. Ja, ich denke nicht, Bruder, das ist noch viel zu früh. Der hat doch vor ein paar Tagen jetzt aufgehört. Samuel Tete. Da gibt es, Preisdorf, da gibt es viele, viele, viele andere, die noch andere Icons verdienen, die es noch gar nicht gibt. Ah, ich habe doch gespielt, ja. Aber ich überlege mir, ich werde FIFA 22 so richtig geile Challenge aussuchen, ja, so denken, ausdenken. So in der Art zum Beispiel, so FIFA-Mannschaft, Community-Mannschaft mäßig. Das macht schon Bock, ja. Scheiße. Natürlich mit Dingens aufpassen dann. So mit den Stärken merken. Damit das so realistisch bleibt, ne? Damit das nicht so hochgepusht ist alles. So Mittelwert, also. Irgendwie so einen Mittelwert finden. Boah, ich brauche gleich eine Schmerztablette. Die Schmerzen, die haben hier angefangen, verdammt. Moving into the advanced position. In position to give them the lead, maybe. Real chance. Super vom Verteidiger. Nein. Also für die dritte Liga wird das safe richtig Spaß machen. Ist so. Jetzt lauf, Manu. Der Verteidiger war noch dran. Der Marco muss wieder regeln. Ey, was war das für ein Kopfball, Marco? Attack full of promise.
Oh mein Gott, richtig starker Spielzug. Richtig stark war das. Ne, Belohnung wäre ein Tor, aber leider nicht geklappt. Der Ball will einfach, das Runde will einfach nicht ins Eck. Ich spüre schon, wir werden gleich einen kassieren. Hey. Oh, oh. Kitsune, hau den weg. Well, this corner could be pivotal. It might represent their last chance to get in front in the dying moments. And firing it into the area. Ich wusste, wir kassieren ein. Verdammte Scheiße. Chat, ich glaube, das war's mit dem Turnier, ja? Oder ich komme nochmal zurück. Irgendwie. Lucky. Torwart. Torwart sagt schon. Schiri, das war doch Elfmeter, ja. Der hat mich nur da festgehalten im 16er. Du Hund. Das war's komplett. Uff. And the referee has added on 2 minutes of stoppage time. Let's Das war's. Schade. Schade, schade, schade. Es hat nur bis zum Halbfinale gereicht. Ja, wir hatten richtig starke Chancen gehabt, richtig gute Positionen, wo wir einfach viel, viel, viel mehr rausholen hätten müssen. Aber egal, ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Ja, die Mannschaft macht Bock. Auf jeden Fall, die Mannschaft macht Bock. Ist so. Ja, wir waren klar ein bisschen besser, aber egal. Passt schon. Was sagt die Uhr? 15 Uhr. Okay, dann würde ich sagen, mache ich erstmal einen Cut. Ne, ich schicke euch mal rüber zu Johanna. Zu Unicorn Johanna. Was spielt die denn da? The Witcher 3 spielt sie. Ein Hexer. Auf jeden Fall, Chat, damit ihr wieder Bescheid wisst, ich wiederhole mich mal nochmal ganz kurz, während ich den Raid einleite. Ich werde wahrscheinlich so ab 20 Uhr, wahrscheinlich jetzt, Angaben ohne Gewehr, wieder online sein, wenn ich es schaffe. Da werden wir radikal ein bisschen die Nacht ein bisschen durchsuchten. Na, schauen wir, wie sich unsere Mannschaft entwickelt. Also der erste Fazit, was ich ziehen kann, richtig starke Mannschaft, hat richtig Bock gemacht zu zocken. Ne, wir müssen jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt Hauptmerkmal legen, indem wir Verstärkung einfach holen. So, Verstärkung darf natürlich nicht stärker sein als unsere Stammmannschaft. Ne, so Backups mäßig, das müssen wir noch hinbekommen. Ne, aber das schaffen wir, das kriegen wir hin. Ich leite mal den Raid schon mal ein. Und ansonsten, ich weiß, gibt es da noch was zu sagen? Genau, für die Leute, die es noch nicht getan haben, Ausrufezeichen Discord. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, würde ich sagen, ich schicke euch mal rüber. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Lasst Johanna auf jeden Fall ein Follow da.
Ne, gibt dir eine Chance. Gibt dir eine Chance. Schaut euch das ein bisschen an. Ne? Und liebe Grüße. Ich werde direkt in Vorbereitung reingehen, dies, das, etc. Ich werde gleich Besuch bekommen. In dem Sinne, auf jeden Fall bis heute Abend und Hashtag bleibt geschmeidig. Danke, dass ihr da wart nochmal. Ne? Und danke nochmal, vielen, vielen lieben Dank, Jerome, für dein Prime-Sub nochmal. Haut rein.